Hallo Vicky, das ist der Laborbericht zum Pflegeruf. Wir haben für eine Person mit Parkinson-artiger Symptomatik nach einer Lösung gesucht, im stationären Umfeld den Pflegeruf auszulösen. Der bisher verwendete Birntaster konnte genauso wie der im Bild links gezeigte pneumatische Sensor nicht eingesetzt werden, weil sie zu viel Kraft erfordern. Der zweite Sensor von links erfordert mehr Geschwindigkeit, als die Person aufbringen kann. Und die beiden Sensoren rechts im Bild sind kapazitiv und haben eine Sensorfläche von 2 auf 2 cm, was mehr Feinmotorik erfordert, als die Person mit der Hand aufbringen kann. Deshalb haben wir nach einer Lösung gesucht, mit dem Beinenruf auszulösen. Zunächst haben wir mit einer geringen Distanz ausprobiert, ob der Ruf überhaupt ausgelöst werden kann. Mit der größeren Distanz hatten wir dann getestet, ob wir Fehlalarme vermeiden können, sodass wir den Alarm bewusst auslösen. Es hat sich gezeigt, dass die Sensorfläche zu klein war. Mit diesem Notrufkissen haben wir die Sensorfläche vergrößert. Hier kann fast die ganze orange Fläche als Sensor wirksam werden. Das haben wir zunächst ans Bein rangehalten, um den Effekt zu testen, und es war wirksam. Dann haben wir geschaut, wie groß der Abstand zum Sensor sein darf, um Fehlalarme auszulösen. Und als wir dann den richtigen Abstand gefunden hatten, haben wir das Kissen an einem Schwanenhals befestigt, sodass wir in den Lehrbetrieb gehen konnten. Und jetzt klingeln. Dass der Ruf hier nicht auslöst, hat uns verwirrt. Wir dachten, es fehlt an Gegendruck. Und dass das jetzt funktioniert, hat uns auf die falsche Fährte gebracht. Ich halte es jetzt nochmal fest und lösen Sie jetzt nochmal aus, bitte. Nochmal zurück. Am Gegendruck liegt es nicht. Dann machen wir es mal ohne Gegendruck. Gucken Sie mal, dass Sie hier die Mitte anstreben. Hier dachte ich, der Sensor wird in der Fläche nicht richtig getroffen. Was aber auch nicht die Ursache war. Okay. Ich gucke jetzt mal, dass sich flächig hier hinten ein bisschen unterstützt. Setzen Sie nochmal ab, bitte. Und drücken Sie jetzt nochmal dagegen. Drücken Sie. Okay. Also, dann ist für mich ist das Problem, dass sie jetzt an dem dünnen Strahl fixiert ist. Das ist aber ein Trugschluss, wie sie gleich zeigt. Die Aufhängung ist irrelevant. Ich probiere das jetzt nochmal mit dem Gegendruck. Das hilft doch nicht. Jetzt. Ja, okay. Wieder zurück, bitte. Können Sie nochmal ausschalten? Danke. Und noch einmal auslösen, bitte. Jetzt müssen Sie nochmal mehr in die Mitte reinkommen. Lösen Sie nochmal aus, bitte. Feststellen. Hat der Pausenzeiten? Nochmal zurück, geht gerade nicht. Und nochmal auslösen, bitte. Das verstehe ich nicht. Jetzt schauen wir mal, ob ich das anders kann als Sie. Manchmal muss man es nachvollziehen, dass es geht. Bei Ihnen habe ich es aber nicht mit der Fußspitze ran, sondern hier weiter drunter. Okay. Und hier zeigt sich, dass man gemeinsam mehr weiß. Ich glaube, das ist der Druck, der. Sie kommen immer sehr langsam, ne? Mhm. Merken Sie das? Wenn ich ganz langsam gehe, dann kann ich es auch bis ganz hoch machen. Ja, das braucht einen raschen Druck, dass es geht. Das heißt, das ist alles in Ordnung, Sie müssen kicken. Und weil das mit dem Kicken nicht funktioniert hat, haben wir einen Zugschalter verwendet. Durch die Fixierung an zwei Punkten haben wir den zu einem Druckschalter umgebaut. Und wir waren alle sehr erleichtert, dass wir jetzt eine funktionierende Lösung haben. Du beschäftigst mich aber gut. Okay, lösen Sie es nochmal aus, bitte. Na, jetzt haben wir den Stuhl nachgezogen. Das ist der ungünstigste Fall, aber probieren Sie es nochmal. Weit nach oben. Das
Sie können auch nach unten. Ja, die Lösung funktioniert bis heute sehr zuverlässig und all die Elemente, die wir in der Laborkiste haben, aber nicht anwenden konnten oder nicht angewendet haben, zeigen wir im Folgenden. So, das ist so ein Atemsensor und der geht auf Geräusche. Das heißt, ich muss gar nicht wirklich reinpusten. Es reicht schon das Geräusch, das am Mikrofon ankommt. Der ist hier ein bisschen verwurschtelt, macht es aber übersichtlicher. Die gehen tatsächlich aus der Ausatemluft und sind sehr sensibel. Hier reicht so ein schlaffer Handschuh, mit dem ich so ein bisschen Luft reinpuste. Muss also nicht prall gefüllt sein. Und die gleiche Version haben wir hier auch nochmal mit einem Edelstahlrohr. Auch hier stülpe ich den Handschuh einmal kurz drüber, nehme das weniger an Restluft und schon löst das Ding aus. Das haben wir nicht verwendet, weil wir davon ausgingen, dass das überdimensioniert ist. Warum pusten, wenn man auch drücken kann, hat auch immer eine hygienische Komponente. Was in der Praxis probiert wurde, waren solche Armbänder. Die haben nicht funktioniert, weil sie eine sehr große Präzision benötigen und doch erheblich was an Druckkraft. So, hier mal. Auch irgendwie 800, 900 Gramm. Wir messen hier eher unzuverlässig und unpräzise. Das ist eine Küchenwaage. Aber es soll einen Anhaltspunkt geben, worauf wir achten können, wenn wir in der Pflege Knöpfe einsetzen. Hier nochmal mit der anderen Frequenz. Man merkt, die beiden Steckdosensensoren oder Steckdosenaktoren, also die Empfänger, sind unterschiedlich. Und jeweils nur der mit der richtigen Frequenz gibt laut. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wo die Auslösekraft war. Das gleiche gibt es auch als fest verbaute Schalter. Auch die haben wir nicht verwendet, weil es einfach eine Punktkraft benötigt und eine sehr präzise Kraft, irgendwo bei 600 Gramm. Das ist nochmal dieser gleiche Knopf, den wir vorher auch benutzt hatten. In einem anderen Format verbaut. Hier kann ich sowohl drücken, also 600, 700 Gramm sowas, als auch dran ziehen. Auf Zug funktioniert der Schalter sowohl, wenn ich einen Dauerzug drauf habe, als auch, wenn ich kurzzeitig ziehe und wieder loslasse. Das ist wichtig für Menschen, die mal verkrampfen und in der Panik auch vergessen, so einen Schalter loszulassen. Was wir nicht ausprobiert haben, sind mechanische Schalter, weil wir hier einfach auch viel Präzision benötigen. Ich muss an der richtigen Ecke drücken und es wäre für die betroffene Person zu hart gewesen, den Schalter zu drücken. Nicht verwendet haben wir den Quittierungsknopf, der ist dann eher für die Pflege spannend, wenn man sich eine Pflegerufanlage nachbaut. Ist die gleiche Funktion wie der Alarmauslöser, nur dass ich, was ich jetzt hier an dem Schalter mache, ist aber für so ein Gerät gedacht, dass ich dann einfach gleich ein Signal zum Quittieren von so einem Alarm mitsende. Und das ist nochmal ein Schalter in einem anderen Rahmen drin. Hier kann ich oben und unten drücken. Ist bei um die 150, 200 Gramm zum Drücken, aber auch das wäre wieder eine Präzision und eine Genauigkeit, die betroffene Person nicht hätte aufbringen können. Hier haben wir einen kapazitiven Schalter. Kapazitiv bedeutet, er reagiert auf Flüssigkeiten oder auf Metallisches, also es ist druckunempfindlich, hier kann ich draufdrücken, so viel ich will, oder auch so schwach ich möchte, ich muss ihn noch nicht mal berühren, dann löst das schon aus, weil alles, was elektrisch leitfähig ist oder die Kapazität verändert, eben genutzt werden kann, um den Schalter auszulösen. Also hier genügt auch eine Alufolie, man sieht es vielleicht an meinem Zittern, dass ich nicht berühren muss. Das Problem ist, dass ich tatsächlich in die Mitte reinkommen muss. Ich kann so fest drücken, wie ich möchte. Ich muss in der Mitte berühren.
Wir haben zur betroffenen Person gesagt, sie soll doch einfach drüber greifen und dann streicheln. Wir hatten den Schalter auch fixiert, aber das war zu komplex oder wollte die Person so nicht machen. Deshalb sind die kapazitiven Schalter aus dem Programm geflogen. Wir haben auch noch einen zweiten kapazitiven Schalter. Der hat den Vorteil, dass es sehr niederschwellig irgendwo festgemacht werden kann mit diesem Gummiband. Und auch hier das gleiche Problem, ich kann seitlich, kann ich überall drücken. Erst wenn ich auf die grüne Fläche gehe, wird er tatsächlich ausgelöst. Auch hier muss ich natürlich nicht berühren, sondern es genügt ohne jeden Druck das Alupapier. Nicht verwendet haben wir die Geräuschmelder, weil wir einfach sagen, die sind überdimensioniert und die Person, die noch drücken kann, die sie noch bewegen kann, soll am besten so den Alarm auslösen und nicht durch Rufen, durch Hilfe rufen. Das kann einfach auch schnell zu einem Frust führen. Ebenfalls nicht verwendet haben wir den Grobmotorikschalter. Aus dem Grund, dass wir hier zu viel Kraft benötigen. Auch nicht verwendet haben wir dieses Notrufkissen, weil ich hier auch wieder relativ viel Kraft benötige. Da genügt es auch nicht unbedingt, meine Hand drauf zu legen, sondern es sind rund 2 Kilo, die ich hier an Kraft benötige, die hätte die Person nicht aufbringen können. Vielleicht auch nochmal, es ändert hier nichts, wenn ich weniger stark drauf drücke, sondern ich brauche wirklich die Gesamtkraft. Na, jetzt komme ich auf die 1,5 Kilo. Ist auch ein Stück weit abhängig davon, wo ich drauf drücke. Da ist ein Kontaktschalter drin, der ist in der Mitte vom Kissen und den muss ich auslösen. Nicht zu verwechseln mit diesem Notrufkissen. Das ist eingeschaltet. Hier ist es so, dass ich auslöse durch einen kurzen Impuls, brauche also sehr wenig Kraft. Und wir hätten das auch beinahe verwendet für die Beine, aber das Problem ist, dass ich, wenn ich die Kraft langsam aufbaue, keine Auslösung habe. Und weil sich die Person einfach sehr langsam bewegt hat, hatten wir zufälligerweise immer wieder mal eine Auslösung, die uns motiviert hatte, aber eben keine zuverlässige Auslösung. Und aus dem gleichen Grund sind auch diese Großruftaster, die eigentlich die erste Wahl für uns gewesen sind, als Lösungsoption rausgefallen. Hier ist es so, dass die sehr sensibel reagieren. Ich brauche kaum Kraft. Das sind teils auch nur 1 Gramm, 4 Gramm, 5 Gramm. Hier ist die Waage einfach zu ungenau. Wenn ich aber langsam drauf drücke, genauso wie es die Person gemacht hat, dann kann ich auch die Anzeige der Waage sprengen. Und genauso ist es auch mit dem, der auf der anderen Frequenz arbeitet. Wenn ich den einschalte, kann ich hier auch wieder draufdrücken, bis die Anzeige der Waage gesprengt wird. Oder mit unglaublich wenig Kraft. Also das ist wirklich nur ein Fingertipp. Einen Alarm auslösen. Der hier gibt intern einen Alarm, das heißt das, was wir zuerst hören. Was für uns wichtig war für die Rückmeldung der Person, dass sie einfach mitkriegt, ich habe erfolgreich aufgelöst und nicht ständig versucht, einen neuen Alarm auszulösen. Das sind unsere Ergebnisse aus der Laborkiste für alle Hersteller. Wir freuen uns, wenn sie uns ihre Produkte zukommen lassen, dass wir die kennenlernen und in der Pflege einsetzen können, weil wenn es unseren Patienten oder unserem pflegerischen Gegenüber gut tut, dann tut es uns allen gut. Wiki weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, wissen wir alle mehr.